Die Pisten werden präpariert, es wäre schon alles bereit, die Schneekanonen laufen seit Tagen und es sind wirklich gute Pistenverhältnisse. Ich habe mir das heute schon angeschaut. Das einzige Problem ist natürlich, wann dürfen die Skigebiete öffnen? Und dieses Problem gilt nicht nur für die Hotellerie, für die Gastronomie und für die Liftbetreiber, sondern auch für Skischulen, so wie Bartel-Gensbichler eine hat. Und natürlich ist es auch ein Problem für den Landesskiverband, von dem Bartel-Gensbichler der Präsident ist. Herr Gensbichler, wie ist momentan die Lage in Salzburg? Was sagen Sie dazu, dass es hier jetzt Probleme gibt mit der Öffnung, dass man noch immer kein fixes Datum hat? Ja, das ist natürlich schon ein Problem. Wir hoffen, oder man hat jetzt bis jetzt gesagt, bis 6. oder 7. Dezember. Wir würden hoffen, dass das aufgeht. Ich glaube, die Bergbahnen im Land sind alle Gewehr bei Fuß und würden aufsperren. Und für uns natürlich im Landesverband wäre das ein Hammer, weil wir dann einfach wieder auf mehreren Pisten und Gebieten trainieren dürfen. Wie geht's jetzt dem Nachwuchs? Der hat ja auch keine Trainingsmöglichkeiten. Es gibt ja nur für Profi-Skifahrer, glaube ich, und Profi-Snowboarder die Möglichkeiten zu trainieren. Wie ist es jetzt genau? Na, es ist so, dass der Profisport in dem Sinn trainieren darf und wir im Landesverband mit unserem Landeskadern bis runter zur Schüler 2, also U10, U14, U16 da, dürfen wir trainieren, die Kleinen noch nicht und die Vereine natürlich und alle, was eben in diesem Nachwuchssport nicht für österreichische Meisterschaften trainiert, steht. Und das ist eigentlich schon tragisch, weil ich glaube, der Sport ist nicht das Problem, wenn man in der freien Natur unterwegs ist. Man hat Abstand, man schaut drauf. Ich glaube, da sollte man jetzt schnell schauen, dass man die Nachwuchsleute, die Kinder, die Jugendlichen wieder in Bewegung bringt. Ja, sonst gibt es keinen Nachwuchs, wie es dem Marcel Hirscher damals gegeben hat, der dann mehrfacher Weltcup-Sieger und Olympiasieger war. Wie sieht es jetzt aus mit den Skischulen generell im Land Salzburg? Wie ist es da, wie geht es Ihnen damit? Sie haben keine Kunden natürlich, Sie wissen auch noch nicht, wann die ersten Gäste kommen dürfen. Wie werden Sie jetzt weiter vorgehen? Ja, wir sind natürlich zurzeit schon in der Vorbereitung, dass wir auch unsere Kinderländer aufbauen und das Ganze. Aber es ist so, es steht alles. Es ist alles auf Abruf von den Skilehrerinnen und Skilehrer. Und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann jetzt auch wissen, wann darf die Hotellerie, die Skigebiete öffnen, weil dann können wir auch ein bisschen planen. Es steht bei mir alles Gewehr bei Fuß und innerhalb 2 Tagen würde ich meine Leute wieder hier in Hinterklemm haben. Und es hängt natürlich von dem ab, wenn die Hotellerie nicht aufsperren kann, haben wir keine Arbeit, weil dann gibt es keine Gäste. Wie sieht es mit den österreichischen Gästen aus? Wenn die Österreicher kommen dürfen, wäre das ein Ersatz oder sind es dann wirklich zu wenige Gäste für Skischulbetrieb? Nein, es ist so, sobald wir Gäste bekommen oder da sind, sperren wir auf. Da gibt der Österreicher ist genauso ein gern gesehener und aber auch natürlich nicht mehr so ein Skischulgast, weil der Österreicher zum Teil eher schon Ski läuft. Und da hoffen wir schon auch, dass was abfällt für uns Skischulen. Auf jeden Fall, sobald offen ist und Gäste kommen dürfen, sperren wir auch auf und dann kann es losgehen. Ja, wie gesagt, alle warten auf ein Go seitens der Regierung, dass sie endlich ein Datum bekommen, die Skischulen, die Liftbetreiber, die Hoteliers, die Gastronomen, dass sie endlich wissen, wann kann es losgehen. Die meisten haben sich schon abgefunden, dass es ab dem 7. Dezember nicht gehen wird. Aber wie gesagt, die ganze Wirtschaft in den Skigebieten wartet auf das Go und hofft natürlich innigst, dass sie spätestens vor Weihnachten noch Gäste haben.